klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Wer weiß, wer weiß. Das war eine Idee, wo ich belebendes Wasser bekomme. Belebendes Wasser. Energy Drink. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Fauler Sack, genau, sagt der, der nie arbeitet. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Haben wir gelacht. Ah. Bis später. Genau. Naja, nee. Oh, wir können in Wenzels Badezimmer. Und in Wenzels Keller. Wie geil ist das denn? Dann nehmen wir einfach die. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Halli. Reich werden ist bestimmt voll cool dabei. Genau, erstmal die Tür schließen. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Wow. Ah. Hier im Keller kann man viel machen. Hab ich gehört. Dann wollen wir mal nach oben gehen, nicht? Le Badissimer. Was haben wir denn hier? Kaminofen. Okay, den kann man nur öffnen und schließen. Ein Schwamm. Genau, wir stecken da jetzt den Blindgänger rein. Ich will nicht schon mein ganzes Pulver verschießen. Oh. Scheiße, war der flach. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. That's what she said. Okay, wir brauchen ein Gefäß. Wenn wir das Schwarzpulver abzapfen. Dann wollen wir mal wieder rausgehen. Wollen wir mal die liebe Toni besuchen gehen, wa? Das Letzte, was wir machen hier können. Nee, gar nicht wahr. Wir können auch hier hoch zum Wassertank gehen. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden.
Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Hm. Ist das nicht Evil Knievel, der Meister der Schwerkraft, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Genau. Oh. Gott. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Auch gut. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Genau das denke ich mir immer, wenn Rufus redet. Oh. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Oh. Arme Toni. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Warum sind die nicht kostenlos? Geschenkgutscheine? Ja, wahrscheinlich muss man die kaufen, um dann bei der Post nichts bezahlen zu müssen. Ja, ja, bravös. Das ist, ja, natürlich, klar. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Kaffee. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ist ganz schön gemein zu uns. Sniff, sniff. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ja. Ich hatte richtig, und die hatten eine Zigarette in der Hand hier. Ja. Gott. Ich muss weg. Ganz schnell. Ganz schnell. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. So, ganz schön gemein. Die Mühle. Aber da jetzt die Chilischote. Jetzt können wir die noch ganz normal anfassen. Alright. Eine ganze Chilischote. Kurbeln.
fehlen noch zwei Zutaten.